Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Pünktlich zum Wochenende ist etwas eingetrudelt, eben von der Firma Altergo. Das heißt, die haben es noch geschafft, das Teil zu verschicken. Ja, vor der Jahreswende dafür schon mal vielen Dank. Es geht heute um den Shelly-Door Windows-Sensor nach dem Intro. Also bleibt dran. Mein Name ist Jörg. Bis gleich. Ja, solltet ihr euch ein bisschen wundern, was dieses Leuchtmittel daneben dran soll? Ganz einfach, das hatte ich euch ja letztens vorgestellt und ich habe mich trotz der Probleme, was die Android-App gemacht hatte beim Einrichten, wirklich verliebt. Ich weiß, das Ding ist schweineteuer, wenn man so möchte, aber es ist wirklich einzigartig. Und ja, was eben diese Steuerung betrifft, diese verschiedenen Ebenen, wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ich finde es wirklich ansonsten cool. Also LiveX macht was, dass die Einrichtung funktioniert. Die Anfrage ist raus. So, jetzt aber endlich zu dem Door Window Sensor. Ich habe ja wirklich schon so einiges im Einsatz. Angefangen, ja, Xiaomi-Jünger kennen den hundertprozentig. Das heißt, der ist klein, fein und ja. Funktioniert eigentlich auch tadellos mit Zigbee, das heißt mit dem Zigbee-Stick, den ich im Einsatz habe, ist bei mir in normalen Türen verbaut, also an normalen Türen verbaut. Da fällt er eben nicht ganz so auf. Hab allerdings auch tatsächlich schon seit Jahren im Einsatz welche von Z-Wave, das zeige ich euch hier auch mal. Die sind natürlich ein bisschen klobig, das gebe ich zu, ist ja auch erste Generation. Und warum habe ich die immer noch? Ganz einfach, sie funktionieren. Und zwar so gut, dass ich mir gedacht habe, never change a running system. Das heißt, ja, einmal im Jahr Batterie wechseln, das alleine ist schon Hammer, eigentlich schon ja, ein Z-Wave-Produkt der fast ersten Generation. Da sieht man mal wieder, was eben ein energieeffizientes Protokoll schaffen kann. Und das ist schon einer der Gründe, wo ich wirklich mal gespannt bin auf den Langzeittest, was eben das mit der CR123 Batterie hier macht. Wie lange das Teil dann da durchhalten wird. Möglicherweise werde ich das auch da an die Haustür montieren. Da ist klar, die geht natürlich öfter auf und zu. Und ja, auch da hält irgendwie mein Z-Wave-Sensor mindestens mal ein Dreivierteljahr durch. Ja. Es ist natürlich fast nur ein ganz normaler Door-Window-Sensor. Er hat nämlich noch eine Besonderheit. Das heißt, er hat noch Lux mit dabei. Das heißt, auch das funktioniert. Und ansonsten natürlich die Standard-Dinge, die man eben so kennt. Das heißt, wenn sich hier entsprechend die Tür öffnet, kann ich HTTP-Request hergehen, kann entsprechend an einen anderen Shelly-Relay zum Beispiel melden lassen und kann dort Dinge tun und so weiter und so fort. Am einfachsten fällt mir dabei ein, ja, meine Haustüre geht auf und ich gehe hier und ja, habe irgendwie das Licht gedimmt, das heißt hier mit dem Standard-Dimmer. Sowas Ähnliches können wir gerne auch dann jetzt gleich mal nachbauen. Schauen wir uns das Teil dann entsprechend gleich mal an. So, als allererstes machen wir hier natürlich mal auf. Dürfte ja nichts Besonderes drin sein. Tja, einmal das Obligatorische, einmal den QR-Code scannen, um eben die App zu kriegen. So, und jetzt eigentlich das Wichtige dabei, da ist er dann. Schon haben wir ihn da, den Door Window Sensor. Das heißt, ich habe hier Klebeband entsprechend, um das hier zu befestigen. Wunderbar. Upsala, habe natürlich den kleinen dann auch noch. Auch hier schon das Klebeband dabei. So, und wo ist das? Ja, denke mal hier. Ja, da hört man es auch schon klacken. Okay. Gut, setzen wir das mal in Relation. Ist das natürlich klar, der ist klobig, eigentlich fast so wie meine Z-Wave Door Window Sensoren. Aber wenn er entsprechend genauso gut funktioniert, für den Preis verzeihe ich das Ganze.
Übrigens, kleinen Tipp, wer das eben nicht mehr so klobig haben möchte und Z-Wave im Einsatz hat, gibt es die Stripes, die Sensitive Stripes. Das heißt, hier sieht man wirklich fast gar nichts mehr. Also einfach mal schauen. So, dann wollen wir einfach mal schnell das inkludieren. Dafür brauchen wir natürlich hier Batterien. Ja, wie man sieht, nichts Besonderes. Das heißt, die Platine ist hier neben angeordnet. Dann gehen wir jetzt mal Batterien holen. So, dann werden wir mal schnell Batterien hier installieren. Das sind ja die CR123, die Altergo ja fast immer benutzt. Hier allerdings zwei Stück an der Zahl. Ja. Damit soll dann die Laufzeit auch angeblich 2 Jahre betragen. So, da das hier schon anfängt zu blinken, versuchen wir doch einfach mal ganz frisch hier mal zu gucken, ob hier was passiert. Er sucht's. Und er hat auch schon was gefunden. Bin mal gespannt, ob der Inklusionsprozess dann komplett durchläuft. Das funktioniert bei mir leider so gut wie nie, aber dann kann man ja wirklich will appear soon. Okay, completed. Zack, was habe ich gesagt? Funktioniert. Da bin ich ja mal gespannt. Einmal hier. Ah, ist aber noch nicht zu sehen. Steht der auch da? Dauert einen kleinen Moment. Dann warten wir einfach mal. So, jetzt habe ich ein kleines bisschen umgebaut. Das heißt, ihr seht hier entsprechend einen Plug, den ich im Moment eingesteckt habe, der inkludiert ist. Und ein Leuchtmittel geht natürlich hier auch mit allen anderen Relays. Denn jetzt wollen wir einfach mal versuchen, das eben via Cloud einzubinden und entsprechend eine Szene anzulegen. Deswegen auch der Laptop hier. So, dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja, hier seht ihr nochmal die Signalstärke, die ist auf jeden Fall gut. Das ist, denke ich mal, auch wichtig zu sehen. Und jetzt fangen wir an, die Szene anzulegen. Erstmal für an. Das heißt, wenn die Tür aufgeht, möchte ich eben, dass das Licht angeht. Das soll jetzt einfach nur ein Test sein, damit wir mal schnell sehen, wie die Reaktionszeit ist. So, da kann man natürlich auch noch viele andere Dinge einstellen. So, das Ganze soll eben One-Time sein, kann man natürlich auch anderweitig einstellen. So, dann hier den Plug und natürlich einschalten, damit das Leuchtmittel angeht. Das soll es gewesen sein und das Ganze wiederholen wir natürlich noch, wenn entsprechend der Door-Window-Sensor wieder zugeht, das heißt die Tür zugeht, dann wollen wir natürlich, dass der Plug sich ausschaltet. So, wieder One-Time, Adden, gut ist. Und wie gesagt, das Ganze kann man natürlich mit jeder Art von Shelly Relays auch machen. Gar kein Problem. So, fertig ist das Ganze. So, Report Sensor Values habe ich dann jetzt auch noch eingetragen und da noch einen Webserver hinterlegt, sodass wir da wenigstens lokal auch mal schauen können. Ja, und ich würde sagen, legen wir jetzt einfach mal los, nachdem das Ganze in der Cloud ja eingetragen ist. Also einmal hier das Ganze offen und man sieht, es dauert und dauert und dauert. Ja, und ansonsten bin ich wahrscheinlich schon im ganzen Haus rumgelaufen und da ist er endlich. Also, ich habe keine Ahnung, was los ist, denn eigentlich ist es so, dass die Signalstärke ausreichend ist. Es ist eine fixe IP gesetzt, DNS passt eigentlich alles wunderbar. Trotzdem
Ihr seht es, ich habe mittlerweile schon wieder zugemacht. Ich zähle jetzt schon gar nicht mehr die Sekunden. Allerdings dauert das wirklich halbe Ewigkeiten. So, endlich hat das geschafft. Ja, ich habe wirklich keine Ahnung, was hier los ist. Das Ganze beim Webserver ist übrigens genauso schnell respektive langsam. Das heißt, auch lokal eben vom Door-Window, wo er dann meldet zur URL, das dauert genauso lang wie die Cloud-Geschichte. Ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als per MQTT nochmal zu testen, denn wenn ihr hier schaut, ist es so, dass hier die 1,5 Sekunden versprochen werden. Ich habe zwar eigentlich gesagt wenig Hoffnung, aber testen wollen wir das natürlich auch noch. Ja, wer sich ein bisschen wundert, wie man das Gerät aufweckt, der schaut einfach mal hier. Das heißt, hier befindet sich eben das kleine Knöpfchen, da mal drauf drücken und schon kann man dann eben URLs hinterlegen etc. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier, machen MQTT noch und gucken mal weiter. So, am allereinfachsten werde ich das jetzt bewerkstelligen, indem ich meinen FIM-Server benutze, ja, mit dem mittlerweile ja eingebauten MQTT und danach ja, den Shelly-Door Window-Sensor entsprechend aufwecke mit dem Knöpfchen. So, hier haben wir den eben mit dem Port 1883 und der 0226. Das Ganze tragen wir hier natürlich dann auch entsprechend ein. Ohne HTTP vorne dran. So, das heißt einmal die 226 und der Port 1883, das heißt der Standardport. Habe hier kein Username, Passwort. Wir lassen das jetzt erstmal entsprechend so stehen. Drücken einmal auf Save. Werden, wie gesagt, den hier aufwecken, indem wir einmal das Knöpfchen drücken. Und dann sollten wir hoffentlich gleich, das hat eben nicht funktioniert, dann machen wir das eben nochmal, aufgeweckt ist er und jawohl, die Settings changed, vielleicht sollte man das Knöpfchen vorher drücken. So, vorsichtshalber gucken wir uns das Ganze hier nochmal an, ist hinterlegt, wunderbar. So. Da haben wir auch schon 11.27 Uhr, ist entsprechend also was passiert. Und haben wir entsprechend auch schon ein Door-Window. Das heißt, das hat soweit schon mal funktioniert. Alles da, coole Sache, schön, so muss das sein. So, und wenn man jetzt das Ganze macht, jawohl, ja, dann sieht das wirklich super aus. So, dann wollen wir das Ganze nochmal machen. Jawohl, und wieder. Ja, das ist doch cool. Da kann ich mich gar nicht satt sehen. Das funktioniert 1A. Das heißt tatsächlich, nutzt die MQTT und dann funktioniert das 1A. Innerhalb der versprochenen 1,5 Sekunden. Das geht hier wirklich ruckzuck. Muss ich sagen, also coole Sache, so funktioniert es. Leider Gottes in der Cloud, was ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann, aber da geht es im Moment noch nicht. Aber vielleicht wird das ja dann hier in der Firmware-Version 1.6, denn es liegt ja auch ein Zettel mit bei, wo nämlich die anderen Dinge noch versprochen werden, wo ich mich schon gewundert hatte, weil in der Gruppe wurde nämlich auch schon erwähnt, dass eben möglicherweise auch gekippte Fenster funktionieren sollen und vieles mehr. Das ist wohl erst in der Firmware 1.6 vorhanden. Freue ich mich entsprechend auch drauf. Danke hier für den Beipackzettel, hätte ich beinahe gesagt, um das Ganze eben hier wenigstens zu sehen. Ja, wenn wir mal ein Fazit ziehen, also per MQTT funktioniert hier wirklich das Teil 1a. Die Einrichtung funktioniert, denkt an den Button, ihr müsst das Ding eben aufwecken, das ist wirklich super, super wichtig. Ansonsten habt ihr nämlich keinen Spaß damit. Wenn ihr das beachtet, funktioniert der 1a. Das Einzige, bin jetzt echt mal gespannt, wie die Batterielaufzeit betragen wird, wenn ihr ihn lokal benutzt, ohne Probleme. Der Rest wird nachgeliefert, hoffentlich relativ zügig. Ja, bin soweit zufrieden, werde ihn jetzt dann einbauen, wahrscheinlich an die Haustüre, um das wirklich mal so ein bisschen zu vergleichen.
Ja, das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ja, und sage so long, bis demnächst und noch schönes Wochenende. Und wenn man sich nicht mehr sieht, ja, ein schönes Silvester. Ciao, ciao, euer Jörg.